Ihr seid am Raiden. Nochmal ein kurzes Briefing. Ich laufe geradeaus drauf zu und ziele auf was genau? Perfekt. Das ist Lukas. Ein guter Kumpel von mir und er spielt Ark gerade zum allerersten Mal. Und erstes Mal so richtig Ark. Wie fühlt sich's an? Ja, ich hab Bock, Junge. Für Lukas ist also alles noch ganz neu. Ich seh dich. Dreh dich um. Da bist du, ey. Tribe ist erstellt, wie nenne ich uns? Ja, die Jürgens. Ich wollte Lukas die beste erste Ark-PvP-Experience verpassen, die es gibt und war vorbereitet. Okay, dann ab zum Node Run. Ich hatte einen Plan und für die nächsten 7 Tage würde ich ihn in jeder freien Minute coachen, ihn mit zu Raids nehmen und ganz Ark vom Strand bis hin zur fertigen Techbase zeigen. Zumindest war das mein Plan. Weißt du, wie man travelt? Nein. Als nächstes ging es für uns nach Genesis. Dort hatte ich unsere Base geplant und so konnte ich Lukas schon mal mit den Missionen und dem dort integrierten Itemshop vertraut machen. Wir hatten einiges vor. Raptor. Raptor direkt. Boxen, boxen, go, 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 sprint, mir nach. Muss ich sprinten mit dem, ja, ne? Ja, Shift gedrückt und dann go. Mein neuer Duo-Mate war hyped as fuck. Pass auf, da ist eine Ozeanplattform, wo du runterspringst, dass da nicht drauf landest. Und wie üblich waren wir als nächstes auf Crystal Isles unterwegs. Ein paar Wyvern, Sam. Okay, dann spawn Crystal Southwest. Hab die Wi-Fi. Okay, ich hol direkt noch eine. Hab ich? Ich seh dich. Geradeaus. Da kommen wir hier zum Drop. Lass uns mal kurz Cryopods downloaden. Wir müssen uns jetzt als nächstes aufbauen und dann Shrikes und sowas zähmen. Wir hatten eine verlassene Base gefunden. Oh, Base, die brennt. Hier unten links drin. Wurde aufgesprengt, aber da brennt einer Stuff. Ich seh drin keinen. Was hat der drin? Metal, Digga. Tausende Metal. Pack dich voll, das brauchen wir. Holy shit. Und haben uns dann noch ein bisschen auf Crystal Isles umgeschaut. Wenn man neu auf einem PvP-Server-Netzwerk anfängt, macht es doch eigentlich Sinn, einmal ein paar beliebte Spots abzuchecken und sich einen Überblick zu verschaffen. Oder? Hör ziehen, Lokras. Wir müssen da ganz oben drauf. Ich würde halt gern das eine Red Hole gucken, was ich neulich auch raiden wollte. Lass einfach mal kurz hier landen. Oh! Wart. Ich hab getroffen. Was denn? Turret. Echt? Ja. Da unten ist ein Turret. Der Spot ist bebaut. Komm mal hier hin und stell dich mal mit K hin, dann siehst du es. Oh ja. Merken wir uns mal, ne? Ja. Oh no. No. Ich bin einfach nach vorne anstatt nach hinten gelaufen. Weiter ging es für uns auf Center. Wie du vielleicht weißt, ist Center eine beliebte Map mit einigen versteckten Spots, wo sich regelmäßig Spieler wie Lukas aufbauen. Spieler, die sich gerade ihren Hidden Baseboard aus einem Video mit 100.000 Aufrufen gezogen haben. Ja. Oh, hier sind Gamer, 2 Stück stehen hier mit Flak. Hello. Hello. Hallo. Digga, bist du Sharks? Junge, die haben mich jetzt schon erkannt, ne? Wie ist das möglich? Da brennt noch Stuff drin. Da ist aus Stein gebaut. Also die haben halt keine Turrets, die von oben irgendwie runterziehen. Ey, Digga, da steht ein Normal, ne? Ein fucking Normal. Ihr holt es mich noch nicht weg. Hat Ammo. Wir hatten nicht mal vernünftige Rüstung oder Tames und wollten deshalb... Ey, warte mal, stopp. Wie lange brauchen wir denn realistisch, um alles fürs C4 zu farmen? Als ich gesagt hatte, Lukas war hyped as fuck, da meinte ich auch, Lukas war hyped as fuck. Ja, okay, dann machen wir jetzt provisorische Base. Raiden dem das Turret unterm Po weg. Most DPS, zack. Pfeile 100 für Grappling Hooks. Metal rein. Fabrikantor. C4 crafted. Bist du ready? Ja. Okay. Ich hab alles, wenn ich richtig liege. Ja, 600er Dings, 500er Brust. Hier, mit K kannst du jetzt links durch den Felsen gucken und dann siehst du da die Pfeiler und die Sachen, die brennen. Okay, also hoch. Rein. Fuck. Ich brauch nur einen Detonator. Ich kann das hochzünden. Komm schon, ey. Ist hochgegangen! Ja, gut. Turrets sind noch an, Digga. Da ist ein Spieler jetzt. Och Mann, es hat nicht den Jenny gehittet. Ey, wie sad ist das? Mal gewinnt man und mal verliert man. Was hatten wir auch erwartet? Quasi nackt mit nichts außer einer River und C4. Und ganz ohne Backup-Supply eine Base zu raiden? Wohl kaum. Okay,
Bisher war ja alles noch ganz lustig, aber mein Ziel war es immer noch, ihm die geilste Arc-PvP-Erfahrung zu verschaffen, die es gibt und die er nur irgendwie kriegen kann. Dazu brauchten wir eine Base. Für den Anfang würde eine kleine Starterbase sicher reichen. Wir könnten uns einen leichten Early-Game-Rate suchen und ein bisschen Profit rausschlagen, bevor wir uns an Tag 2 dann an den Bau der Mainbase machen würden. Einen genauen Plan hatten wir noch nicht, aber eins war klar, wir brauchten definitiv einen ersten Base-Mod. Yo, Digga, ich hab was. Okay, ich komm noch raus. Ich hab was. Ja, hier, das nehmen wir. Lass uns hier hinten durchbauen. Ja, Digga, wir müssen jetzt eigentlich Anki holen und Dödi holen. Eigentlich nur ein Dödi. Dann gucken wir, ob du die Bänke hier weggehittet kriegst. Es ist ein bisschen buggy, leider. Wahrscheinlich bei dir jetzt genau nicht. Doch. Er hat mich. Okay, also um ehrlich zu sein, am Anfang dachte ich zocke mehr oder weniger allein. Versuche Gameplay für ein cooles Video zu erspielen und ab und zu ist mein Mate eben dabei. Ich war überrascht, denn wir haben gestern bis tief in die Nacht gezockt und sind jetzt bei Tag 2, früh morgens, und Lukas war die ganze Zeit am Start. Immer noch motiviert. Ich war mir noch nicht sicher, ob wir es schaffen würden, bis zur Techbase zu kommen. Der Weg war weit, aber die Aussichten auf Erfolg waren da und mein Plan entwickelte sich. Gerade waren wir auf die Island unterwegs. Um den Bossfight spawnen zu können und dadurch Tech-Engramme freizuschalten, müssten wir an einem Punkt unserer Reise schließlich Artefakte sammeln. Und wie es der Zufall will, sind einige davon in Höhlen auf Island leicht zu kriegen. Hier ist auch noch eine Cave. Da ist auch ein bisschen Spam. Sollen wir da mal reingucken? Ist da auch drin? Nö, ich war vor der Tür. Da sind Turrets. Hast du Fernglas mit? Loi. Oh. Och, Lockras, als ob. Die Situation war wie folgt. Die Base, die wir gefunden hatten, war eigentlich gar keine Base mehr. Und ich glaube, da guckt sogar der Jenny raus, Digga. Wenn mich nicht alles täuscht, ich krieg nur den Namen leider nicht. Stromgenerator, doch, der guckt raus, Digga. Ich sag dir, die können wir Stego-Raketen runnen, die Tower, easy. Durch einen zweiten Gang in der Höhle konnten wir von der anderen Seite des Raumes sehen, dass nur noch einige Turrets, die Überreste einer Base und zwei aktive Tower stehen. Trotzdem, zu diesem Zeitpunkt waren die Tower für uns raidenswert. Durch Lukas Selbstheat wussten wir, dass die Turrets noch Munition hatten. Mit etwas Glück war das der Boost, den wir brauchten, um uns einen Mainbase-Spot suchen und so richtig durchstarten zu können. Lol, Lockras, hier steht einfach einer. Guck dir den an. Was steht der denn hier? Hab ihn. Hat Stuff, Profit. Die große C-Taktik. Digga, die Base hier gefällt mir echt gar nicht. Das geht mir richtig auf den Sack gerade. Ey, Junge, das ist Effective Gaming, Junge. Das ist Effective Gaming hier. Guck dir an, es ist Effective Gaming, Lockras. Junge, es ist so eine AIDS-Base. Nein, Junge, das ist perfekt. Das ist genau, wie die Profis das machen. Genau, wie die Pros das machen. Halt's Maul. So, jetzt, ich spür's. Oh. Stego-Sattel, Digga, Stego-Sattel, yeah. Let's go! Nach etlichen Versuchen hatten wir uns durch die Wandermission endlich einen guten Stego-Sattel sichern können. Denn wenn wir raiden wollten, brauchten wir den. Oh. Noch ein Stego-Sattel, Digga! 84! No way! Die Tames sind jetzt sortiert. Hier stehen die Stegos und hier stehen die Trikes in einer Reihe. Ich werde mit den Stegos anfangen, weil wir hier die Sättel haben. Hier steht das Mail. Aber wir brauchen halt noch einen Dadon. Damit wir die hochheilen können, auch die Babys. Weil gib dir mal, die haben jetzt in 2 Stunden 15k nur regeneriert. Also guck mal, hier sind jetzt mal deine 4 Eier. Bist du ready? Ja. Sammel die mal auf. Oh, Zwillinge! Nice, jeder Ei von den Zwillingen schon mal safe. Jo, hab. Level 25, ja.
Komm, das nehme ich. Er liegt. Okay, da bin ich. Perfekt. Als erstes heile ich die hier hoch. Let's go. Warum heilt ihr die Stegos hoch, fragst du dich sicherlich. Und dafür gibt es einen Grund. Lass mich kurz erklären. Wenn man Turrets von Gegnern leershocken möchte, nimmt man normalerweise einen Trike, Gasback oder Paracer. Je nach Situation. Unser Fall ist aber anders. Wir wollen die Turrets nicht leeren, sondern sprengen und die Munition looten. Und genau dafür sind Stegos da. Seit einem kürzlichen Update kann der Stego in den Hardened Plate Mode gehen. Der Spieler, der ihn reitet, kann nicht mehr von Turrets getroffen oder von Gegnern aus dem Sattel gegrabt werden. Zusätzlich bekommt man reduzierten Schaden, wenn die Geschütze die Stachel treffen. Und das Wichtigste, man kann vom Stego aus mit Raketen schießen. Die Stegos hier und die Trikes sind alle imprinted, alle fertig. Ich denke, damit sollten wir eigentlich in die Cave kommen. Hoffen wir's. Ich mach mich auf die Socken, ja? Jo, mach it. Okay, ich spawn im Bett. Bin ich da safe? Hab Hits bekommen. Lockras. Hier können wir bauen. Ja. Okay, Metal Foundation rein. Okay, dann guck mal hier. Für dich habe ich mit das. Ja, dann dropp mal deine Bestie. Bestie droppen. Okay, da wurdest du schon gekillt. Ja, das ist halt direkt hier vorne. Bestie gedroppt. Ist das eine gute Bestie? 29k, Sattel drauf. Ja, schwing dich mal drauf. Mit C kannst du dann den Mode einrichten. Musst auf den Plate Mode. Heavy Plate. Vielleicht sind die aber auch leer gesoaked. Nee. Hier ist der Damage. Warte, ich drop jetzt meinen, dann hast du Imprint Buff, Mate Boost. Mate Boost ist da. Also ich habe jetzt so ein Siebtel, Achtel gekriegt. Ja, komm raus. Wir müssen den Run. Meiner hat mehr HP, dann lass das mit meinem machen. Okay, du musst jetzt mein Stuff Keeper sein. Äppeln oder was? Ja, du nimmst alles, was ich hab. Und ich nehme nur einen Raketenwerfer. Also du kannst, ich würde sagen, circa vor bis zum Gebüsch. Ich krieg Shots. Ich geh rein. Ich glaube, ich gehe aber down. Ich weiß nicht, ob der Weg reicht. LOL, Explorer Node, Digga! Öffnet sich der Explorer Node! Okay, drück mir die Daumen, drück mir die Daumen. Hab sie down? Ja, du hast sie echt down. Ich rück vor. Okay, wie viel Ammo? Nicht so viel, leider, wie gedacht. Wobei doch, 1500 pro. Soll ich einfach? Scheiß drauf, go. Ja, ah, meiner ist aber Half-Life, Digga. Unter Half-Life. Ja, meiner hat gar nicht so viel weg, ne? Den nächsten Run musste Lukas übernehmen. Ich guck zu, Junge. Glaubst du an dich ein bisschen? Ja, nochmal ein kurzes Briefing. Ich laufe geradeaus drauf zu und ziele auf was genau? Nächste Shots, ja. Zwei Shooten nur, glaube ich. Ah, vielleicht sind die anderen schon leer. Hoffentlich können sie dich nur nicht treffen, das wäre geil. Genau, und dann rein und dann zünden. Jawohl. Eins shootet noch. Nachladen. Jawohl, alles out. Musst du jetzt sagen, weil ich sehe es nicht. Alles ist aus. Nice. Also ich weiß nicht, ob hier hinter noch irgendwas steht, aber... Ammo-Check, auch 1500 pro. Digga, wir haben so viel Ammo abgesahnt. Ich grapple hoch und gucke, ob die pin-coded sind. Wenn ja, sind pin-coded. Dann haben die nicht gelootet. Dann ja, ist der hier out of Gasoline gerannt. Drinnen ist auch nochmal eine Road-Turret. Geblowt. Das lohnt sich bestimmt nicht für jeden, aber für uns auf jeden Fall. Und hier oben, da war ich nicht dran. Weil ich nicht rangekommen bin. Musst du mal rangreppeln, weil du hast auch meine Greppels. Ich hab keine Greppels mehr. Scheiße. Junge, jetzt zieh dich da hoch. Danke dir. Die und? Sind alle pin-coded, können wir blowen. Junge, richtige Leichenfletter hier, Alter. Zündung. Ja, an den komme ich. 200 Schuss nur, what? Ja, war cool, Alter. Bockt sich dann ja doch schon eigentlich ziemlich hart.
So, dann befülle ich mal einfach die Turrets ein bisschen hier, ne? Es wurde langsam schon wieder spät. Die Zeit rennt, wenn man bis zum Hals in Ark steckt. Das sage ich euch. Wenn wir noch heute die Mainbase anfangen wollten, müssten wir uns jetzt auf den Weg machen. Ich hatte einen Basebot im Auge, den ich noch von früher kannte, als Genesis neu rauskam. In einem anderen versteckten Unterwasserwürfel. Ganz unten in der letzten Ecke gibt es einen langen Gang, den man für den Anfang leicht verteidigen könnte. Solange man online ist, versteht sich. Und außerdem ist das am Arsch der fucking Welt. Also, wer guckt da schon nach? Ein paar Tage Ruhe und Zeit zum Aufbauen sollten wir doch kriegen. Oder? Also jetzt Frontalumzug einfach. Ja. Okay, ich mache jetzt einfach mal 20 Metal Foundations oder so, dass wir da auch ein bisschen spammen. Dann so ganz klein bisschen. Raus durch, raus durch. Und oben rein, oben mittig. Einmal hier entlang. Und hier ist der Gang. Müssen wir uns dann freikloppen, dass wir hier immer schwuf mit den Bloodies rein können. Der hat kein Ende. Doch, der also, hat ein Ende. Aber halt kein offenes Ende. Ja. Genau, und dann kann man hier hinten einfach, zack. Zack. Okay, Turret stehen, ich bin Cody den noch und so. Wir brauchen jetzt hier die Indie Forge. Okay, wir haben jetzt halt legit alles hier, ne? Ja. Wir sollten. So. Wir haben 3k Metal, ja, lass den Tresor kurz machen. Ich mache auch direkt eine Chembench, ja? Weil wir können sie gerade machen, das ist einfach. Wir haben zwar jetzt kein Metall mehr, aber sind dafür Setup mit Chembench und Indie, weil's. Das Setup steht. Da die Chem, da die Indie, hier noch Vaults, zap, zap, zap rum. Da dann Fabricator, hier können wir noch eine Etage drauf machen mit noch 3 Fabricatoren oder so, irgendwie so. Ja, wir produzieren dick jetzt, ne? Wir sind jetzt die Big Baller. Ich würde halt aber, bevor wir aufgehen, legit echt noch einen Turret Tower irgendwo hinheizen. Was hältst du von hier? Ja, Mann. Okay, dann Nacht. Wir hören uns morgen. Schau mit auf. Ja, Mann. Oh. Alter. Tag 3. Um es kurz zu sagen, die Zustände verschlechterten sich. Okay, 10 Stück. Also, versteh mich jetzt nicht falsch. Unser Gameplay und unsere Base liefen gut. Wir waren am Produzieren und kamen echt voran. Unser Schlaf dagegen, der hatte gelitten. Und die intensivste Phase lag immer noch vor uns. Es war früh morgens und ich war ein paar Stunden alleine online. Die perfekte Zeit, um ein bisschen die Base zu pimpen. Willst du gleich eine kleine Base-Tour? Jo. Die größte Veränderung ist eigentlich die hier. Oh, ja, I see. Hier im Hinteren, kannst du mal alle reingucken, der Hintere. Der hintere ist voll mit leeren Cryos-Stuff und alle Viecher, die da drin sind, sind jeetbar, also gehören keinem, sind wilde Tames oder übelst schlechte, die können wir einfach komplett reinjeeten und die haben alle immer einen Sattel dann. Ja, und der gehört dir, der zweite, und der rechts daneben mir. Das ist eigentlich das Wesentliche, wir haben noch 2 Fabricator mehr, da produzieren wir noch mehr Muni. Dann die Mauer, da hat sich ein bisschen was getan. Ich fände da oben, guck mal, da an dem Stein noch was, wäre geil. Ja, eine Clip-Plattform, eigentlich wäre sick. Okay, also ich mache jetzt 22 heftige Turrets. Tag 3 war hauptsächlich ein Farmtag für uns. Die Indie-Forges waren befüllt. Ja, aber ich sag mal so, bis jetzt verläuft die Schwitzung doch äußerst positiv. Ja. Wir produzierten Metall und Schießpulver in großen Mengen, hatten neue Stegos und Trikes gebrütet und ein bisschen Zeit über, bevor wir wieder neue Turrets und Munition craften konnten. Wenn ich Lukas wirklich die volle ARK-Experience verpassen wollte, musste ich ihm natürlich auch das PvP und Raiden zeigen. Ach, ich habe keinen Stego dabei, ne? Ja, wir gehen auch erstmal nur gucken. Ach so, okay. Kannst du hier hinter diese Kante, da wo du letztes Mal dann reingelaufen bist, einfach wie so ein Dulli. Ich weiß leider nicht, wo du gerade bist, es tut mir leid. Vor dir, unter dir. Ah, da, ja, I see. Von hier würde ich mit den Stegos rein.
Und da unten? Ja, das schmerzt dann zwar, aber wenn wir zu zweit rennen, dann können wir den wegjeeten. Ja, wollen wir uns hier kurz ein Bett farmen? Ich werde beschossen! Sehr nice. Ich donate halt gern, Junge. Ich bin freundlicher Spender. Ich mache hier direkt mal 4 Betten und versteck die, ja? Ja, ja. Und ich verstecke die... Oh! What the fuck, Digga? Hier hat jemand mein Setup aus einem Video 1:1 nachgebaut. Kannst spawnen. So, jetzt jiete ich erstmal nochmal in die Turrets. Ja, dann lass mit Stegos und Raketen hier reinporten, oder? Ja. Volle Paluzzi da rein, sag ich. Ja, bin ich auch dafür, sag ich mal. Hoffentlich hat der gut Ammo gefarmt, ne? So, Versuch Nummer 2. Lass einfach rausdroppen. Sattel drauf. Dann eben mal so. Okay, willst du vorrennen und du sagst, wenn du kurz vor Low bist, dann bleibst du stehen. Ich ziehe an dir vorbei, übernehme den Tank. Meinst du... Ach so. Weißt du, wie ich meine? Ich bin vor, versuche einen Schuss zu setzen. Falls das nicht klappt, rennst du an mir vorbei. Nee, setz keinen Schuss, weil dann musst du schon ganz viel ran. Und dann kann nur einer schießen. Wir müssen aber halt, weil es lange Strecke ist, den Damage halt aufteilen auf uns beide, weißt du? Deswegen okay, macht einer die erste Hälfte der Strecke und dann zieht der andere vorbei und sprengt. Okay. Dann sag ich mal... Und danach, aber lauf dann, sobald du hinter mir bist, dann trotzdem weiter, weil jetzt kann ja sich nicht alle direkt aber kriegen. Warte mal, stopp, dann lauf ich am besten diagonal zu dem Scheiß, damit ich die Heavy Play, die Harden Plate Scheiße da aktiviert krieg, ne? Ja, du kannst das, wenn siehst du das rechte Ground Turret? Ja, ja, darauf laufe ich zu. Ja, genau. Und ich zieh ja, straight okay. Rechts aber vorbei. Ja, ja, normal. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Let's go. Ziehen. Sieht gut aus. Verliere echt nicht viel. Sehr, sehr nice. Und geradeaus zieh rennen. Zieh rechts, ein bisschen weiter rechts. Oder wobei, ja, du kannst zoken. Oh, Lochfass, jetzt bitte keine Selbstsprengung. Jetzt kassiere ich gerade ganz gut. Sind noch die hintere Hälfte, Digga, die hintere Hälfte. Du musst einmal außen dran vorbei. Ja, ich versuch's. Ich sprint drauf. Ja, du bist halt jetzt voll vor mich gelaufen, ne? Ich stacke. Ja, ich bin first person, ich sehe nix. Willst du das vordere noch wegholen? Ich hab nur einen erwischt, Digga. Ich hab auch noch mal. Der hat nicht getroffen, was? Das war meine letzte. Ich hab keine mehr. Ich hab noch eine. Okay. Hast du noch die 4 mitgenommen? Nee. Hätten wir vielleicht noch machen sollen. Hast du noch eine? Der Tower ist ganz weg. Ja. Oh, dein Stego ist ja fast down. Nicht reinrennen, dann lass mich soaken. Ich renn vor. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt die beiden hier versuchen zu soaken. Meiner ist aber auch schon halb down. Ich habe auch nichts zu futtern für den dabei. Ja, dann renn hier an mir vorbei jetzt raus. Okay, warte, ich guck mal kurz. Hier hat der seine Base drin. Ja, drin zeigen halt 30 Heavys noch auf den Eingang jetzt. Da müssen wir halt mit Raketen oder so dann reinflitzen. Wir müssen jetzt hoch zur Base. Bauen da kurz eine Truhe. Verstecken da den Stuff. Killen uns. Spawnen am Obi. Traveln ab. Ist das Turret leer oder hast nein, Junge, geh weg. Das ist nicht leer. Wir müssen zurück. Wir müssen mehr Sprengstoff holen. Raketen und müssen Raketen und uns da rein probieren. Und die Muni dann abtransporten. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich sag dir echt, fast hätten die Raketen nicht gereicht, ne? Ja, wir hätten mal mehr als 3 jeder mitnehmen sollen im Endeffekt. Ey, komm, lass einfach die Sachen in seiner versteckten Base hier storen, oder? Ich hab sein Bett schon zerstört, das holt hier eh keiner raus. Und jetzt gleich alles weg, ne? Okay, so. Dann sind wir ready, ne? 5, ja. So, okay, aber ich würde mit Fallschirmen runtergehen. Ja. Das ist eigentlich schon echt eine gute Aussage von dir. Ja, dann mache ich doch das, ne? Ja. Und dann dasselbe Spielchen nochmal, nur halt mit dem einzelnen Heavy. Ich habe nur mich selbst getroffen. Ja, ich habe es gesehen. Bleib so. Ich steig ab und leg C4. Oder kann ich C4 vom Ding auslegen? Warte mal kurz. Liegt das? Wo liegt das? Keine Ahnung. Ich glaube vor dir auf dem... Jawoll! Nicer Snipe! Ich blow den Jenny ganz weg.
C5, C4. Abstand, Abstand, Abstand. Noch was Abstand. Sehr nice. 700. Geilo. Ja, auch 600. Der hatte überall, ja, so 600-700. Komm leider nicht richtig da. Okay, ich probier's mit einem. Entweder geht jetzt keins kaputt, weil ich dumm bin, oder doch beides sick. Okay, dann guck dir jetzt mal die Base von ihm an. Wenn die hier... Wir müssen vorsichtig sein. Hier ist rechts von mir ist der Eingang. Und wenn du K drückst und deine Kamera... Ach, das kenne ich sogar. Ja, oder wenn du hier auf die Seite gehst. Hier siehst du es am besten. Pass auf, dass ich... Hier da unten runter, hier nach rechts. Ja, guck mal mit K ein bisschen unter der Map, dann siehst du, was der da hat. Das ist halt ein bisschen... Okay, ich guck jetzt, also das... Die sind da direkt. Hast einen Turret geholt. Siehst du da rechts den Generator? Der steht halt so verlockend da um die Ecke. Ach, der Generator ist... Der Tresor ist im Generator. Der Generator ist im Tresor. Ach, lol. Ja, ich bin fast tot. Du musst mich entgrappeln und all dein Stuff droppen und dann musst du... versuchen. Okay, also. Geh mal in Third Person und sneak dich von rechts daran. Ich glaube, ich werde einfach versuchen, da jetzt. Ich marschiere jetzt straight rein und versuche einfach zu ballern. Ja, aber nicht erst schießen, wenn du drin bist, sondern schon, sobald du das Gefühl hast, du flutschst durch, weißt du? Und dann so rechts wie möglich, dass du richtig in die Meute hältst. Okay, dann let's go. Schießen! Ja, hast ein paar mitgeholt. Weg, weg, weg! Kannst du versuchen, die vorne links wegzuholen? Das, was auf die, die auf den Eingang direkt gucken, dass wir so ein bisschen Platz bekommen. Also wieder reit, aber diesmal ein bisschen weiter geradeaus direkt shooten. Ich sag's dir ehrlich, Mann. Ich hab hier nicht so die Ultra-Auswahl. Und run. Nix gehittet diesmal leider. Ich hab mich selber getötet, ich bin zu weit nach vorne gelaufen. Ja, ich würde gerade mal kurz eine Selbstaktion starten und gucken, ob ich C4 da irgendwie rein... gemogelt krieg. Zündet das was hoch? Nee. Doch! Ich habe ein Turret! Ich habe das vorderste! Nice! Mit C4. Ich würde noch einmal versuchen, C4 weiter rein. Liegt das weiter drin? Weil C4 hat einen größeren Damage-Radius. Ja, das macht nichts. Egal. Und dann zackel mich wieder. Ich versuche jetzt mit C4 reinzurennen, ja? Und das so weit wie möglich reinzuplacen. Lässt er lang? Jo, maximale Länge. Okay. Guckst du zu? Ja, warte, warte. Ich muss noch den Winkel treffen. Okay, ist perfekt. Versuch mal zu echt dich hinzulegen, weil ich bin auch nicht durchgekommen bis ganz zum Schluss. Bin durch. Habe ich was gelegt bekommen? Ich sehe nichts. Ich will einmal testen, mich vor den Eingang zu stellen. Boah, boah, da sind ein paar gegangen. Wirklich? Ich glaub, zwei. Ich glaube zwei. Ja. Das sind jetzt auf jeden Fall 5 Bags oder so. Ich glaube, das ging nicht. Leider nichts gehittet. War gegen die Wand, oder? Ja. Okay. Welche wären denn jetzt die smartesten? Kann sein, dass wir vorne schon alle weg haben, fast. Außer das da hinten. Wir sind gut weit. Oh, yo! Oh mein Gott! Oh shit! Du kannst ihn jetzt runnen. Du kannst ihn straight runnen. Aber nur mit... Gib mal noch eine Rocket. Da sind noch zwei Stück. Gib mal noch eine... Da sind noch drei Stück. Eine Schmocket. Junge, wie insane war der Shot. Ja, das hättest du wirklich da... Jetzt hätte ich mal aufnehmen müssen. Das wäre so ein schöner Winkel gewesen. Fuck. Oh. Okay, ich komme mit gutem Flak. Wir machen das mit C4, den Rest, okay? Okay, ich habe jetzt das beste Set an, was wir gerade hier in ganz Bethlehem haben. Drückst du mir die Daumen oder ist dir egal? Ich drück dir ziemlich die Daumen. Okay. Ja, jetzt mal zackig knackig hier. Liegt. Ja, liegt aber scheiße. Wie weit weg? Mehr als 3 Meter? Mhm. Aber mein C4 kann ich mit einem Detonator, egal wenn ich irgendeinen Detonator hab, kann ich jedes C4, was ich gelegt habe, zünden. Da vorne, scheiße. Hat gereicht. Hat ist da, warte, gereicht. Warte, ist da hinten noch ein Turret? Nee. Wirklich nicht? Nee. Es könnte halt sein, dass der in seiner Crafting Area da oben halt noch welche hat, weißt du? Du halt mit der Wyvern? Nein, ist hier eine Wyvern? Ja. Nein, du hast unsere gepfiffen, das ist unsere, die hast du gerade nur gebisselt. Sorry. Oh mein Gott, lock krass. Ja, ey, ich hab mich auch gerade anders erschrocken, was soll ich sagen? Hast du Rakete bereit? Ja.
Schlafen, Shadow. Looten, looten, looten. Der hat richtig schön viel im Inventar, sag ja, ich mal, ne? Ja, ja. Oh, der hat ganz viel Sättel. Eine Sichel. Digga, gib dir die Tapes, gib dir die Tapes. Oh, guck mal, die Jungen, ey. Turrets auch, der Turrets am Start. Ja, pack ein, pack alles ein, was du siehst, was geil ist. Da oben liegt noch einer, da liegt noch einer. Ich sehe kein Turret. Das ist der Typ, dem wir seine Base... Lol, von seiner Startbase aus haben wir ihn geradet. Nein, als ob. Ja. Der arme Mann, Alter. Oh, ey. Hier sind nochmal Yeats. Triceratops, Triceratops. Aber sind Digga, scheiße. Wie geil, Griffins. Digga, Griffins, Digga, ja. Griffins. Ja, ja, hier sind auch nochmal zwei. Känguru, Enzig, Enzig. Das war Big Profit für uns, Junge. Oh, Junge, Zement. Oh, Junge. Wir müssen nicht mehr farmen, war krass. Wir sind entlassen. Compound, Bobby P. Ich mach einen Compound Bow aus deren Stuff. Och, das nehme ich jetzt erstmal. Erstmal craften jetzt aus deren Shit, was wir hier können. Die können 36 Turrets machen. Ich mach mal 15 hier. Ich two-hitte die Betten. Ich hab einen 800er Speer. Ja, Digga. Ey. Hack mich mal nicht. Nee, ich hack ihn hier. Ja, du hast mich auch gehackt. Der hat auch gute Rüstung. Was hat der noch? Noch eine Atom-Inf. Wir haben einen Trike-Sattel-VP, Junge. Genau, was wir brauchten. 60 echt Rüstung. Jetzt? Ja. Ich crafte direkt ein. Ich crafte direkt zwei. Oh, wir können zwei craften. Junge, das ist so ein guter Profit-Rate. Cool, nee, wir blowen nicht mal die Walls, Digga. Weißt du, was wir machen? Atro, hast du nicht eine Atro gesögt? Ja, wir atroen die scheiß Walls. Jo, ich loote noch hier die Muni. Hier ist noch die Turret-Muni. Na, hervorragend. Ja, genau. Ich sammel die mal echt alle ein. Wir müssen uns nur legit beeilen, ne, weil... Ja, ich bin wenn hier jetzt einer kommt. Der Fabi ist kaputt gegangen. Ist egal. Ja, aber da sind jetzt noch die Auto-Turrets drin, nicht vergessen. Ja, die haben hier hinten einen Affen versteckt. Da haben die Safe Secret Loot. Kann man den grabben? Das testen wir am Ende. Was ist drin? Bisschen viel verschiedener Scheißkanonen. Quetzel, ein Quetzel, Digga. Hab ich gesehen, Ehre. Ich wurde rausgekickt aus dem Ding da. Fuck. Brustpanzer, Scheiße. Big Profit. Geht, noch ein paar Blueprints. Eine Fairbine. Trike-Sattel, noch ein Trike-Sattel. Brust. Stego-Sattel, noch ein Stego-Sattel, Junge. Nice. Alter, wir haben derbe viele Tames abgesahnt. Griffin Level 300 ist halt so geil. Ich habe alles von oben, wir sind richtig fett jetzt, Digga. Aber egal, gib dir, Junge, wir haben so abgesahnt. Zweimal so ein Inventar hier. Im Wesentlichen war das der Profit. Ja, Alter, ich muss sagen, das hat sich äußerst stark gebockt. Also äußerst stark. Auch Tag 3 näherte sich dem Ende. Es war mal wieder spät. Wir hatten alle erbeuteten Ressourcen vercraftet und unsere Defense geupgradet. Die Nacht sollten wir überleben. Und morgen... Morgen würde unser großer Plan beginnen. Brauchen wir noch irgendetwas? Nur, dass du mal nach vorne gucken kommst und ich mal kurz flexen kann. Ja, Wollo. Warte, aber der wirkliche Abfuck, der beginnt erst hier. Und so müssen wir das eigentlich an allen Orten machen, wo man mit Sachen ranlaufen kann. Ja. Tag 4, Junge. Ich hatte Lukas von meinem Plan auf Tech zu schwitzen erzählt und erklärt, was es bedeuten würde, welche Vorteile uns Tech-Turrets, ein Tech-Rack-Sattel oder ein Teleporter bieten könnte und was wir dafür alles tun müssten. Ich sag mal ehrlich, wie es ist, ich halte das, dass man auf Tech gehen könnte, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist, glaube ich, einfach nur ein Aufwandsfaktor. Ja, ist es. Hier ist ein Taming Cage für Velos. Ja, einfach rumfliegen. Die ballern halt auf dich, ne? Das ist halt das Ding. Okay. Fallschirme habe ich, Bloody habe ich. Gut, ich bin auf dem Weg zum Board. Lukas ging nach Aberration, um das Engramm für die Klippenplattform freizuschalten. Okay, ich baue noch einen Tower. Ne, komm, ich baue keinen Tower. Wir bauen gleich direkt einen Chandelier Tower, dann wenn du die Cliff hast, ja? Ja, eine. Jetzt fehlt Metall. Ich brauche bitte ganz viel Metall. Ja, ich liefer. Kein Bodeneinrastpunkt. Oh Gott, hoffentlich kann man die hier unten überhaupt bauen. Nicht so aus. Nee, kann man nicht. Junge, du hast Baumplattformen gemacht, nicht Klippenplattformen. Okay, Lokas, du musst mal durchgeben, ob der gut sitzt. Sitzt der gut? Ist der schön weit Simon, oben? Simon, der ist richtig sexy. Der okay, ist dann richtig, komm mal hoch. Ich hab hier nämlich ein bisschen was dabei. Wir haben nämlich jetzt dann auch Betten hier oben. Wir haben dann hier auch eine Smithy und dann können wir von hier aus
die erste Welle defenden, falls wir attacked werden. Ist das sexy oder ist das sexy, Junge? Das ist tatsächlich sehr sexy. War im Bett mit Smithy? Oh, Junge. Boah, das gibt so eine krasse Clearance hier. Das ist richtig geil. Okay, also ein Chandelier baut man jetzt so. Okay. Es ist halt nicht super schön jetzt. Aber es erfüllt seinen Zweck. Ja, aber der ist doch mehr als in Ordnung. Das ist das Tiefste. Wir können die ja immer wieder aufheben, ne? Dann lass er erstmal da. Ich glaube, guck mal, von außen sieht aber gut aus, ne? Ich bin gerade dabei, so ein bisschen zu kochen. Der brutzelt uns jetzt hier einfach die Mad Bruce durch. Ja, sehr schön. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Simon. Das höre ich sehr gerne. Ja, okay, ich mache erst meine Welle, nochmal 4 Carbos für Rexel und dann du 4 Carbos für Rexel, ja? Jo, ist okay. Let's go, Junge. Ja, läuft, Alter. Geiles Dungbeetle-Gehege haben wir am Start. Die Farmecke entwickelt sich. So langsam geht's hier ab. Boah, das sind irgendwie echt viele, oder? Hast du ein paar. Ich glaub, ich hab Zwillinge gekriegt. Junge. da läuft die Velo-Schule vom Lukas, Junge. Wie geil. Sind sie. Gib mal deinen Bogen her. Geil wäre, wenn wir heute noch Tech, aber ich glaube, das ist ein bisschen knapp zeitlich, das, ne? Also ich bin bis 6 wach, weil mein Schlafrhythmus seit gestern komplett fucked ist. Wir befinden uns immer noch an Tag 4, an dem Moment, an dem wir den Grind für den schwersten Boss auf Center starten. Damit wir den Boss beschwören konnten, brauchten wir 6 verschiedene Artefakte und zusätzlich spezielle Relikte, die von wilden Dinos droppen, Brontowirbel, Haizähne, Tintenfischtentakel und einige mehr. Um die beiden Bosse dann auch besiegen zu können, brauchten wir natürlich auch Kampfkraft. Dafür zählen wir uns Rexe, Megatherien, brüten die besten Werte zusammen und sollten ready to go sein. Meute kommt! Hab Artefakt. Oh, Speer raus. Aber pass auf, dass du mich nicht hittest. Okay, hier jetzt am besten einmal kurz die Grapple zünden. Aber schießt am besten vorher. Lockerst du, Dödel, Junge! Ich hab... Was? Ich Digga. Hab dich gehittet? Junge, lockerst... Digga, ich hab ins Blaue Alter. Einfach geschossen an die Decke. Grappt er mich in die Lava zurück. Rechts hinter dir, lockerst. Er ist... Boah. Arto. Da ist es, hier ist es. Links. Hab's gesehen. Da. Siehst du das hier? Lol, als ob, Digga. Okay, ich hab's. 145er Carbo. Ich nehme mal eine Carbo. Spawnt, ne? Aber hier ist kein Redwood. Hab ihn. Frimpi-Sattel nur. Und dann kill ich da unten die Viecher. Ich baller einfach durch hier, ne? Megalanias. Sehr, sehr sick. Okay, ich weiß, welcher Baum es ist. Hol ich später ab. Okay, Junge, ich tauche in die Deepsea, Alter, so richtig deep. Die Relikte der Dinos, die wir für den Bosskampf brauchten, können wir nicht mit nach Genesis nehmen. Wir mussten sie in unserer alten Centerbase verstecken. Also, vorübergehend nur natürlich. Wir hatten fast alles, was wir brauchten. Lukas war Megatherien zähmen und uns fehlte nur noch Zeit. Zeit zum Brüten. Und währenddessen... Nee, da oben ist es. Siehst du es? Ja, warte, bleib mal still. Ich Fernglas Watch. Ja, ist geradet. Oder? Warte. Das sah aus. Eins ist an, Digga. Eins ist da noch an. Ich place hier das Bett. Ja.
Was man halt machen könnte, ist vielleicht sich mit dem Grapple unten dranhängen, Stego rausschmeißen, draufsetzen. Siehst du den wilden Archie da? Boah, Junge, ich hab grad voll den Schock gekriegt. Ja, dann joinkt doch da von da aus jetzt eine Rakete da rein. Ja, aber schießt die doch ab. Zuerst Stego, dann auf den Stego und dann go, 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 go. Das go, 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 go fühl ich. Ey, der schießt den Archie aber nicht ab. Lass mal probieren, ob wir an einen wilden Tame C4 legen können und den einfach da rein droppen. Ich hab hier so ein Reh. Ja, C4 ist am Reh. Ja, lass einfach mal fallen. Ich gucke. Er fällt. Nee, zu früh, viel zu früh. Ich hab nicht gezündet, das hat's abgeschossen. Wenn du von hier guckst, das denke ich nämlich gerade. Du siehst es halt nicht. Vielleicht kann es einen nicht hitten, wenn man da wirklich von unten... Hat der Stego einen Sattel, den ich hier jetzt im Inventar hab? Nee, den habe ich dir gegeben. Ja, genau da. Das ist genau die richtige Kante. Da musst du jetzt hoch. Genau da an der Ecke. Da, stopp. Ja, genau so, perfekt. Okay, lau krass. Taken Sie das. So. Droppen wir den Boy. Sattel drauf. Rocket Launcher equip me, Junge. Okay, wer will zuerst? Ja, deine Aufnahme, du hast Vorrang. Let's go. Okay. Shootet nicht mal. Hä? Nur auf Spieler? Doch. Jetzt shootet. Ah, wow. Digga, der ist auch, hast du schon geblowt? Das war's, ne? Dahin, nee, eins noch. Komm, gib ihm, Junge. Was, Digga, das steht immer noch? Ja, du triffst die, du musst dich ein bisschen drehen. Es hatte Damage. Okay, warte, ich würde jetzt mit C4 ein Dingens reinsprengen. Guck mal, hat der drin Turrets? Alter, der hat Cryofilt, ist alles. Ja, der hat innen noch Turrets. Der Jenny ist unten links. Ja, ist aus. Ich habe das Kabel getroffen. Das untere ist aus. Oben ist noch eins an. Sneak mal rein, mach den Jenny aus. Das kannst du, glaube ich. Ja. Das ist safe. Und nimm das Gasolin direkt mit. Yo, guck mal rein. OP-Flag-Set direkt. Pete, söge ich auch mal. Die Cryos. Oh, was ist das denn? Longnecks, Digga, alles richtig geil. Ach, das ist ein Mana, okay. Nice, den droppen wir gleich mal raus direkt und gucken. Der hat hier auch Rockets und alles. Chembench. Ordentlich Zement. Narcotics. 1800er Haltbarkeit und 1092 Rüstung. Oh, lockrass. Einer der Cryo-Fridges ist unpincoded und leer, der andere ist pincoded. Oh, Simon. Tresor ist auch gepincoded. Stego-Sattel-VP, Dirty-Sattel-VP, Waffen-VP für alles. Ja, hier auch Peitschen-VP. Wir craften hier erstmal dicke von ihm ein paar geile Longlegs und alles. Flakhelme noch, ganz viele mit 1800 Dura, insane. Jetzt bin ich gespannt, sieht der nice aus. Nein, er dasht direkt weg. Och, der Mana ist Level 209, hat einen guten Sattel. Soll ich jetzt hier eigentlich mal sprengen oder soll ich hier mal so nicht sprengen? Warte noch, bis fertig gecraftet ist. Aber die Jungs haben eine witzige Base gebaut, Mann. Er geht nicht. Ah, jetzt. Haben wir die Muni hier eigentlich eingesackt oder ist sie gedespawnt? Größtenteils. Oh, er ist offen. Cryofridge ist offen. Ja. Oh, voll. Voll. Noch ein paar Manas, Junge. Paar Wulverns, Ankys, Rexe. Haufen PTs. Guckst du rein? Ich nehme noch nix. Junge, sehr geil. Der sollte dann auch jetzt droppen mit dem Ceiling. Oh, jetzt. Es geht genauso weiter, wie es angefangen hat, Junge. Mach mal rein, oh, Junge. Ich scroll durch. Ist drin. Kann man das irgendwie sortieren? Warte mal. Ja, nach Gewicht und so. Aber ich gucke einfach so sehr, sehr sick, Junge. Sehr, sehr gemütlich. Die 17 Flakhelme, die schmecken anders geil. Oh Mann. Die letzten Vorbereitungen, ne? Ja. Tag 5. Der Tag, auf den wir hart hingearbeitet hatten. Der Tag, an dem unsere Base ein Tech-Upgrade bekommen sollte. Mit den neuen Manas, die wir gestern erraidet hatten, konnten wir die letzten fehlenden Relikte problemlos farmen. Sonst noch irgendwas zu mitnehmen? Nee, ich wäre ready. Noch alles da? Ja. Oh, da ist eine Wyvern in der Luft. Direkt am Obi. Zieh ab, Junge, zieh ab. Die ist hier geparkt, Mann. Direkt am Obi. Lass mal merken. Und dann geht es los. Okay, dann müssen wir jetzt ja eigentlich nur warten, bis wir alles draußen haben. Dann warten, bis ein Drop kommt. Stehen alle Turrets? Oh ja. Der Cryo-Cooldown war das Einzige, das jetzt noch zwischen uns und der Tech-Base stand.
Ich hoffe, der Rex hier ist drin. Ich cryo den Mana. Ich tue die Sachen rein. Okay, ist alles drin? Mhm. Gut, das läuft jetzt so. Also wir müssen jetzt hier, da hinten siehst du den Affen schon düsen. Siehst du den roten Balken? Ja, ich sehe ihn. Wir müssen hier rechts rum erstmal. Du hast alle gepfiffen? Ja, da ist die Brutmutter. Okay, kannst du die abschießen? Oder ich schieße ab, ich sehe sie gerade. Ja, warte, ich stuck leider volle Möhre in der Meute, so. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ja. Okay, und dieses Ziel angreifen, Jungs, dieses Ziel angreifen, Jungs. Rein, 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 rein. Brutmutter liegt, Junge. Das sind nice, die ersten. Geil, Digga, Ehre. Tech Turrets haben wir schon mal. Er geht ab, Junge, er geht ab. Dieses Ziel angreifen, Jungs. Pusht vor, pusht vor, pusht vor. Digga, ich bin noch nicht mal half, Alter. Ja, ist easy clap. Ja. Nice. Okay, also. Ich habe 900 Element bekommen. Und halt dann deine River und Drop bereit, dass du die direkt rausheben kannst. Okay, weil alle haben halt jetzt gehört, dass wir einen Bossfight gemacht haben. Mana ist raus. Ja, lass das Element auch da verstecken, wo wir bisher die Sachen versteckt haben. Einfach, ja. Mörder unterm Bett. Ich bin da. Das gewonnene Element können wir so wie die Relikte nicht mit nach Genesis nehmen. Um den Tech Replicator zu craften, mussten wir die nötigen Ressourcen aus unserer Base rüber nach Center bringen. Dort das Element, das wir vom Bossfight bekommen hatten, verkraften und anschließend alles wieder sicher in unsere Base zurückbringen. Und jetzt ist hier einer. Ist safe. Zack, 1700. Sehr, sehr smooth. Replikator crafted. Ja. Und wir können ihn aufheben. Okay, wir machen als erstes Tech Gen. 3 Stück. Dann machen wir, wir könnten halt 100 Tech Turrets. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Und ein paar Stunden später stand sie. Unsere und vor allem Lukas erste fertige Tech Base. Die Tage des Schwitzens nahmen allmählich ein Ende. Jetzt würden wir erstmal ein paar Tage Pause machen. Ich musste ja auch immerhin dieses Video schneiden. Doch vorbei ist es noch nicht. Im Gegenteil sogar. Unsere Base steht und ist so gut geschützt wie noch nie. Wir brauchen also nur ein bisschen Glück. Und auch ein bisschen Skill natürlich. Aber worauf ich hinaus will ist, vielleicht sehen wir uns in Part 2 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Genießt die Zeit, die ihr zum Zocken habt. Raidet euch durch. Macht euch einen guten. Haut rein. Und...